Hallöchen, ihr Spartaner, und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft SkyQuest mit den unfähigen Menschen hier und so was, ne? Ich bin nicht unfähig, meine Freunde. Ja. Der unfähigste von allen. Meine Freunde. 10er Copper. Haben wir noch irgendwas, was wir abfackeln können? Dich! Ja, Baloui können wir abfackeln. Baloui, gehst mal bitte in den Ofen. Nee, geht mir in den Ofen? Nein. Baloui, ich hab da drin was versteckt. Das sind zwei Diamanten. Alter! Ohne Scheiß mit dem Diahammer, ne? Es geht so unnormal krass an Sachen. Das ist richtig genial, das Ding. Wirklich? Mhm. Cool. Das ist wirklich geil. Zack. So, nächster Ofen. So, hier eine Etage ist wieder drauf auf der Schmelze. Gut gemacht. Brava, Dalo. Ja. Aber irgendwie sind diese ganzen Casting-Bazaars und so ein bisschen weit weg. Ein Casting-Bazaar? Ja, hier diese ganzen Kacke-Teile hier. Die sind irgendwie um die Ecke etwas ungünstig zu erreichen. Außerdem brauchen wir davon mal ein paar mehr. Kannst du noch zwei Tische machen und noch zwei von den Cast-Bazaar? Brennt dieser halbe Ofen langsamer oder so? Ist nee, auch eigentlich ewig, nicht. Der Ignatheim muss das Ding doch aber haben. Eigentlich nicht. Eigentlich schon. Ja doch, es ist ein halber Ofen. Naja, ihr kannst doch jetzt einen großen bauen. Wir haben jetzt eh ohne Ende von dem normalen Zeug. Nee, Koppel ist der Rahmen. Wir brauchen Brennholz, das ist das Problem, Leute. Ja, ich baue gerade eine bessere Schmelze. Gib mir mal noch einen Moment. Eine bessere Energieversorgung. Dann läuft das auch dauerhaft ohne Probleme. Ich hoffe, das schaffe ich diese Folge. Sieht aber gut aus. So, was haben wir denn hier? Guck mal, Eisen. Ah, wir haben noch genug Feuerholz, sehe ich gerade. Wir haben fast gar kein Holz mehr. Natürlich, 3 Stacks Holz. Ja, okay, dann tu mal was in... Mach mal bitte Kohle daraus. Die Stahlschmelze funktioniert nur mit Holzkohle. Dann streng dich ein bisschen an. Wieso ich? Ja, nur so. Ach so. Und das ist wichtig. Ja, Baloui, jetzt streng dich mal an hier. Wäre das ja nichts hier. Mhm. Ja. Baloui ist die ganze Zeit nur am Bauen und ihr macht nur Kacke. Ich sorge hier, dass sie hier mehr Eisen haben. Kannst auch du gerne machen, wenn du willst. Und Lead. Boah. Da, zack. Redstone. Wir haben keinen Redstone mehr. Mann, verdammt, ich brauche nur 2 beschissenes Redstone. Irgendwie das Gefühl, der Quatschhammer bringt doch nichts. Ja, hätte mich auch gewundert. Jetzt sinnvoll gefunden. Ja, es wäre sinnvoll, aber... Hallo, das hier ist von einem verrückten Modpack-Ersteller. Was glaubst du, was hiervon sinnvoll ist? Ja, warum kriegen wir dann Quatschhammer? Das weiß ich nicht. Uns zu deprimieren. Warum kriegen wir hier überhaupt so komische Sachen? Dann macht das überhaupt alles irgendwie Sinn? Nö. Ja, eben. Bin doch mal weg. Adieu. Gute Nacht. Leboy. Mister. Mister Lava Lava. Haben wir noch irgendwas Gutes zu essen? So, ich hab Brot. Irgendwas zusammen hier. Haben wir irgendwo ein Crafting Table? Ja, hier haben wir. Hab ich den Boden gepackt da. Da kommt da, das kommt da. Völlig deppert? Jupp. Ja. Ach so ist das. Jupp. Da. Da, so, damit ist das fertig. Sehr schön. Ey, das ist aber eins zu klein. Mist. Ich habe Cobblestone. So, 1, 2, 3. Bricks brennen, war das richtig?
Bricks wie zusammenpacken. Brennen. Wie kriege ich so ein aus den normalen Bricks, wie bekomme ich das Scorch Bricks raus? Weiß nicht. Du weißt doch noch, wie das war. Mit dem geschmolzenen Grout überziehen. Quest fertig. Ah, geschmolzenes welche? Grout. Der Packer Auto Package? Ja. Der funktioniert im Übrigen, also erstmal ist die Quest fertig, aber der funktioniert nur bei einzelnen Kisten, also nicht bei Doppelchests. Ja, der macht da nur die obere. Du musst die daneben stellen und daneben noch eine andere Kiste und dann mit Strom versorgen, hier mit dem roten Kabel. Ja. Und dann macht der automatisch immer aus allem, was möglich ist, einen Viererpack. Also du musst es da nicht von Hand machen. Balloon? Der macht dann immer 4 Stück. Also dann, wenn du sagen wir mal, du hast da 16 Ohr drin, dann macht er daraus 4er Blöcke, damit die funktioniert. Aha, geschmolzenes Grout oder geschmolzenes Seared Bricks? Das ist das gleiche. Das kommt auch auf selbe hinaus, das heißt, das muss ich gar nicht. Okay, dann muss ich das gar nicht umwandeln. Ist die Schmelze gerade frei? Guck rein. Vermischt sich das, was ich mache, mit irgendwas? Glaube nicht. Ich glaube, Seared Bricks vermischen sich nicht so ohne weiteres mit irgendwas. So, Early, pass auf, ich muss jetzt. Ey, mach mal die Kohle da raus, bitte. Oder das Holz da raus. Early? Jetzt, geh mal geh mal da weg, Ich mach's jetzt besser. Das ist mir zu schlecht. So, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt kommt da nämlich ein besserer Dynamo hin, der funktioniert mit Lava. Viel geiler, pass auf. Nein, so nicht. Bist du unfähig, ne? Der dreht sich scheiße, was ist das denn für ein Kack? Ah, da, so. Und jetzt brauche ich meine Fluidukt. Geh mal da weg. Fällt gerade ein, ich brauche da auch nachher Strom dran. Sonst funktionieren die nicht. Geh mal weg. Early, bitte. So, aua, hör doch mal auf. Was denn? Ich bin nur produktiv und du schlägst mich. Nichts gemacht. So. Zack. Jetzt brauchen wir noch Lever. Oh, habe zu wenig für. Mist. Goodbye. Wir brauchen mal langsam ein Enchantment Table. Ja. Das ist meine größte Sorge. Hast du Sticks, Early? Bräuchte mal Sticks. Wieso? Weil ich noch. Oder du baust mir 4 Hebel. Kannst du aussuchen. Entweder Sticks oder Hebel bauen. Early, bitte. Dankeschön. Balui? Ja, da könnte es sein, dass hier kein Glas hin muss, sondern Seared Windows? Das weiß ich nicht. Müsste, wenn dann in der Beschreibung von der Schmelze. Ja, also ich habe den großen Tank selber noch nie gebaut. Also das ist. Würde aber Sinn ergeben, wenn sie Seared Windows sind, weil hier muss ja das irgendwie abfließen. Das fließt ja nicht durch Glas. Nicht? Die Seared Windows habe ich jetzt alle verballert, weil Balui das gesagt hat. So, Kinder. So, jetzt funktioniert unsere geniale Stromversorgung. Genau, du hast nicht. Verbraucht. Ihr müsst nur mal bitte auch ab und zu hier in die Crew Vehicles gucken und ab und zu mal Cobblestone nachfüllen, damit unsere Produktion unendlich lange läuft. Ha! So, perfekt! Guckt! Stromversorgung durch Lava, die auch noch selber sich erstellt. Das ist geil. Oh, diese ganzen. Nee, die Quest mache ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Welche Quest? Harvester. Cultivating. Das mache ich. Das mache ich schon, keine Sorge. Das ist ja auch meine Seite. Mach du doch mal. Jetzt kommt hier eh nichts mehr Interessantes. Du könntest jetzt ein nächstes Quest machen. Also irgendwas. Zum Beispiel könntest du mal machen. Also mir haben die Leute in den Kommentaren geschrieben, wir sollten uns mal mit Yeah, a Wizard Steve auseinandersetzen. Oder du machst dieses Lagersystem. Das ist auch nicht so schwer. Da kriegen wir auch relativ schnell gute Sachen. Ich? Ja. Ich dieses For the Hoarding. Ja, mach doch, was du willst. Wieso egal, was ich sage. Wollt ihr mich verarschen? Leck mir mal. So. Warum wollen wir dich verarschen, Eddie? Was hast du gefunden? Alter, ein Obsidian. Um ein Obsidian herzustellen, brauchen wir einen Wassereimer, einen Lava-Eimer und eine Deer-Pickaxe. Ja, nein. Du kannst einfach Lava in stationäre Lava in stationäres Wasser machen. Was hältst du davon? Dann hast du Obsidian. Ja, dafür brauchen wir so ein Vat.
Dafür brauchen wir Invar. Early. Ja. Ich hab Obsidian, machst du ganz normal, wie du das in normalen Minecraft auch machst. Aufbauen, abbauen. Hast du eine Dia-Pickaxe? Da brauchst du nicht. Hier, gibt's eine andere für. Komm her. Du brauchst nur eine mit dem Bronzekopf. Kannst meine haben. Hier, die hier. Oh Gott. Komm mal her, schlafen eben. Komm mal her, schlafen, bitte. Und die Krubicles da hinten funktionieren nicht mehr zum Lava abbauen. Warum? Weil die Lava direkt alle abgeleitet wird in das System. Sei denn, ich kann. Okay, ich könnte dir mal eben einen geben, wenn du möchtest. Hast du einen Eimer? Ja. Ich hab einen, aber den brauchen wir meistens. Ist egal, komm her. Oder nimm den von Dalu. So, dann komm her. Wurde einmal eingebogen, ey. Lass das mal so. Hier, der rechte, den kannst du benutzen, um dir Lava rauszuholen. Aber die anderen alle nicht. Haben wir irgendwo Wasser? Wir brauchen einen See, denk dran. Oder eine unendliche Quelle oder sowas. So, jetzt haben wir den scheiß Auto-Packager, den ich eigentlich noch gar nicht benutzen will, weil der kacke ist. Balui, wie heißt das Zeug, was ich hier gerade schmelze, wenn ich das mache? Was schmilzt du gerade? Darf ich mal gucken? Stones. Du brauchst Lava, dein Tank ist leer. Ist das Seared Stones? Das ist Seared Stones, aber dein... Okay. Alter, wer hat das ganze Eisen da reingeschmissen in unsere Schmelze? Da ist lauter Invar raus geworden. Naja, Pech. Ich hab gesagt, man hat den Scheiß da raus. Warte mal, Dalu, ich muss das Invar rausholen. Ah, fuck. Ja. Ach so, hier hast du einen Eimer. Dalu, hier hast du einen Eimer. Und wollen wir Lava? Der rechte Krubicle kannst du benutzen dafür. Was ist ein Krubicle? Die da hinten, wo die gelben Rohre dran angeschlossen sind. Und dann aus so einem Curator. Einfach nur einmal rechte Maustaste, genau. So. Okay. Und denk dran, also ab und zu in diese Krubicles auch ruhig mal Cobblestone nachfüllen, das wäre ganz nett. Weil der macht ja aus Cobblestone, macht der Lava, Mr. Lava, Lava. Denk da nicht, dass ich die Lava im Kopf gieße. Golden Tin machen wir noch raus. Nee, kannst du machen, Dalu. Finde ich cool. Nee, kannst du nicht machen, Dalu. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Ausgänge an der Schmelze. Das ist so ätzend, dass es so wenig sind. Das dauert immer alles so lange. 3 Stunden später. Genau, 3 Stunden später. 3 Stunden. Was haben wir noch da drin? Stunden. Entschuldigung. Wenn du den einmal nicht mehr brauchst, wir hatten mein Stone Barrel, dich, Alter. Was denn schon? Wir hatten hier mein Crucible. Balu, ich glaube, die scheiß Crucible da. Nein. Ich habe neue gebaut extra für mich auch. Kannst du einfach noch neu. Ja, für dich auch. Ich hab das für uns, für die alte Miner gemacht, damit wir eine automatische Stromenergieversorgung haben. Ich reiß jetzt deine scheiß komische Dingens hier ab. Meine was? Deine Kabel. Oben die. Ja, hier brauchen wir eine mehr. Die hat jetzt ausgedient. Die hat ihre Pflicht erfüllt. So, das Ding hier ist voller Energie. Nee, noch nicht. Da bauen wir das auch mal ab hier. Blub. Dass wir auch endlich immer vorankommen. Okay, jetzt machen wir als nächstes entweder einen zweiten Pulverizer, damit wir direkt... Was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich Dust, ne? Damit wir mehr Redstone kriegen. Oder welche Art wollen wir am ehesten siften? Na, Dust ist halt momentan... Das wäre ja vorher gut gewesen, weil wir haben jetzt ganz viel Dust gebraucht. Ja, aber vorher... Ich kann halt jetzt, also je nachdem, ich werde noch 2 Pulverizer bauen. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit nur dieses scheiß Gravel-Zeugs. Das müssen wir abtransportieren, am besten direkt in den Autonomous Activator, damit der nämlich automatisches Erz produziert. Das heißt, ich muss die ganze Suppe, die hier steht, einmal umbauen. Was für eine Suppe? Ja, die ganzen Maschinen hier. Diesen Ansaugdingen und so. Und was für eine Suppe? Die Schnauze. Packen wir mal in diese Kiste hier. Was sagt die Zeit? Die sagt noch 2 Minuten. Die Zeit, die sagt. Ach, ich muss ja, ne? Noch 2 Minuten, habe ich gesagt. 2 Minuten, die gibt mir jetzt noch. Ja.
Du bist ja unfähig, der braucht immer extra Zeit. Mhm. Ihr profitiert auch davon, meine Freunde. Meine Freunde. Boah, ich wäre gerade fast in die Lava gelaufen. Das wäre sehr lustig gewesen. Blöde Ansaugstupsen da. Haben wir noch ein bisschen Dingens hier? Limestone? Nein. Limestone? Guck mal, so einfach geht das hier. So einfach geht das. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab Limestone vermehrt. Achso. So, jetzt machen wir nämlich hier ein, wo ist es? Wo ist es? Wo sind meine Kabel? Item Duct. Und das führen wir da. Jetzt hier um die Ecke am besten führen, weil ich brauche irgendwie ein bisschen Platz dafür. Wie wir die Hauptinsel einfach gar nicht mehr nutzen. Hin? Ja, jetzt ein paar Folgen nicht. Du bist doch eine Memme, ey. Da ist nichts drauf. Musst du die Dinge jetzt manuell füllen? Die was? Wie heißt die müssen wir immer manuell füllen. Ich habe noch keinen Weg gefunden, wie man das macht. Vielleicht mit Autonomous Activator, aber das ist ein bisschen teuer dafür. So, was ist denn? Oder vielleicht nimm nur einfach die dahin für die Kabel sonst. Habe ich schon probiert. Achso. Funktioniert so leider. Was machst du hier? Was ist das? Obsidian. Nennt sich soweit. Wieso ist das Wasser nicht blau? Es ist blau. Wieso liegt da Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Warum fällt Baloui von der Plattform? Alter, hör auf! Ich bin gerade am Craften. Muss Sorge Bricks nehmen, geht besser. So. Und dann noch Strom an. Die Suppe da ja eigentlich rausgehen. Und in den Apparat rein. Warum geht das nicht? So, Mr. Obsidian. Hallo. Ja. Ich würde sagen, ihr Nudeln, wir sind am Ende der Folge angekommen und wenn man den Fall hat, sagt man, bleibt hier oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder bei Team Unfähig und Mr. Unfähig. Während wir hier irgendwie, keine Ahnung, während ich versuche in den Nether zu kommen. Oh, also Hollerin, bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss. Und adieu. Tschüss.